Das Coswiger Rathaus ist nicht nur der nüchterne Mittelpunkt der Stadtverwaltung, sondern wird auch immer wieder zu einem besonderen Ort der Kunstlandschaft der Stadt. Das Foyer des Rathauses mit seiner Weitläufigkeit bietet einen idealen Raum, um eine Vielzahl von Kunstwerken verschiedener Stilrichtungen zu präsentieren. In einer modernen Art Gemäldegalerie hat gegenwärtig die aller zwei Jahre stattfindende Kunstausstellung des Gymnasiums hier wieder ihren Platz gefunden. Und das schon seit 1994. Mitte März war sie unter dem Namen Schulart des Coswiger Gymnasiums mit einer Vernissage feierlich eröffnet worden. Stadtoberhaupt Oberbürgermeister Thomas Schubert übernahm an diesem Abend die Laudatio. Naja, es ist ja eine lange Tradition, dass das Coswiger Gymnasium hier eine Ausstellung mit eigenen Werken quasi gestaltet. Ich kann mich noch gut an meine erste Begegnung mit der Gymnasiastenausstellung erinnern. Das war Ende der 90er Jahre. Da wurde das noch in der Stadtgalerie in der Börse veranstaltet. Später war es im Museum und danach ist es hier ins Rathaus gekommen. Ich freue mich immer, wenn das Rathaus wieder die Wände geschmückt sind, bunt sind. Jetzt nicht nur, wenn das Gymnasium eine Ausstellung macht, sondern wir haben hier regelmäßig mal Ausstellungen entsprechend. Erscheinen die Wände farbenfreudig und man hat eine schöne Ablenkung, wenn man den Gang lang wandelt. Und ich beobachte sehr gut und sehr gern, wenn unsere Kunden sozusagen, die hier ein Anliegen haben, die Zeit überbrücken, wenn sie hier beispielsweise ins Bürgerbüro kommen und derweil der Kunst nachgehen. Manche vielleicht auch das allererste Mal in ein Artmuseum geht oder sonst mit Kunst nichts zu tun haben. Also insofern erfreue ich mich, dass auch die Resonanz da gut ist. Die Ausstellung Schulart wird ausgerichtet und gestaltet von den Schülerinnen und Schülern des Leistungskurses Kunst und umfasst einen Querschnitt der besten Arbeiten aller Jahrgangsstufen von Klasse 5 bis 12. Ebenso war die Vernissage von den jungen Künstlern in Eigenregie organisiert und realisiert worden. Also ich habe mit Sophia den Abend moderiert und wir haben unsere Vernissage eingeleitet und vorgestellt und die Gäste begrüßt, genau, und haben einfach über die Kunst erzählt, die hier ausgestellt wird. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass so viele gekommen sind. Es überrascht mich sehr. Gymnasiastin Sophia Frank war die zweite im Bunde. Sie hatte ebenfalls zu den Gästen während der Vernissage gesprochen und wusste Folgendes zu ergänzen. Also mein Ziel vor allem war es, einfach den Gästen mitzuteilen, dass Kunst individuell ist, dass man selbst alles machen kann. Man kann sich ausprobieren, man muss sich nur trauen, einfach die Kunst umzusetzen, egal was für eine Art von Kunst. Die Schülerrede hatten dann Ida Wagner und Oskar Kraske im Wechsel so ganz ohne Lampenfieber gehalten. Natürlich gab es auch eine Laudatio von Seiten der Schulleitung. Diese hielt die Stellvertreterin des Coswiger Gymnasiums, Anja Franz. Die passende musikalische Umrahmung kam von der Band Jettel, eine Zusammensetzung aus den Musikrichtungen Jazz und Metal. Schlagzeuger Leopold Arendt ist Schüler des Leistungskurses Kunst 11. Seine Bandkollegen Kilian Bernhöft, Erik Dietrich und Julian Hecht gehören zwar nicht zur Schule, waren aber bereit, die Veranstaltung zu unterstützen. Nach der offiziellen Eröffnung mit Sekt und kulinarischen Häppchen durften sich dann die Gäste rund 60 Kunstwerke, davon 17 auf Leinwand, ganz aus der Nähe betrachten und mit den jungen Kunstschaffenden ins Gespräch kommen. Die eingangs erwähnte Weitläufigkeit des Foyers im Rathaus war in diesem Jahr allerdings ein wenig eingeschränkt. Naja, wir haben dieses Jahr Wahlen und die werden üblicherweise in letzter Zeit nicht mehr so oft im Wahllokal durchgeführt, sondern die Nachfrage nach Briefwahl ist drastisch nach oben gegangen, sodass wir ab Anfang Mai hier entsprechend Briefwahllokal natürlich auch sind, sodass also diverse Wahlkabinen aufzustellen sind und damit die Fläche etwas begrenzt ist. Denn ein offenes Rathaus mit einer Ausstellung lockt natürlich auch Besucher und die können dann nicht einfach hinter der Wahlkabine flanieren, während jemand seine Kreuzel an einer Stelle irgendwo setzt. Insofern haben wir um Verständnis geworben, dass die Flächen, die zur Verfügung stehen, diesmal etwas eingeschränkter sind. Aber ich glaube, die Fläche ist trotzdem noch ausreichend, dass man von einer guten Ausstellung sprechen kann.
Die Schüler vom Leistungskurs Kunst der 11. Klasse waren darüber nicht sonderlich begeistert, mussten aber mit der Situation klarkommen und das Beste daraus machen. Naja, wir waren natürlich erstmal so ein bisschen, Mist, was machen wir jetzt? Weil das war die schöne große Wand, wo wir uns schon die ganze Zeit so drauf gefreut haben, war da was hinzuhängen. Aber dann haben wir recht schnell überlegt, okay, wie kann man vielleicht so eine Zwischenlösung schaffen, die irgendwie so alle glücklich macht. Deswegen, wie man jetzt vielleicht gesehen hat, da hinten hingen ja auch Bilder. Haben wir die da erstmal platziert und müssen die dann natürlich irgendwann anders wieder umhängen und abbauen. Aber ich denke gerade so für die Vernissagen, wo die Band da vor den Bildern gespielt hat und so, bin ich erstmal voll zufrieden mit der Situation. Die Schulart verspricht eine inspirierende Reise durch die Gedankenwelt der jungen Talente, die in ihren Werken unterschiedliche Stilrichtungen und Ausdrucksformen zur Geltung bringen. Kunstinteressierte Bürger, die ab sofort ins Rathaus kommen, werden hier Erstaunliches betrachten können. Vorwiegend Malereien und Kunstwerke von der ganzen Schule. Also wir stellen hier von der 5. Klasse bis zur 12. aus. Mit dem großen Thema, das wir natürlich als Leistungskurs 11 ausstellen. Wir haben uns mit der Malerei beschäftigt, vorwiegend eben mit unserem eigenen Bewusstsein, wie wir uns selbst in der Welt sehen. Und da hängen ein paar Malereien von uns auf, aber eben auch von den anderen Klassenstufen. In den großen Museen der Welt mit oft gediegenen Eintrittspreisen werden die Kunstwerke von Experten mit allerfeinster Technik brillant beleuchtet. Die Schüler im Coswiger Rathaus mussten mit deutlich schlichteren Mitteln auskommen und sich etwas einfallen lassen. Also tatsächlich ist das wirklich, wir sind nach der Optik gegangen, wie sah es fürs Auge am besten aus. Zum Beispiel haben wir jetzt ja auch zwei große Bilder, auch eins von mir darunter, die dann jetzt da vorne hängen, gegenüber der großen Glasfront. Und bei mir ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass da indirektes oder auch direktes Licht, weil ich ja sowas wie einen Heiligenschein auch abgebildet habe, so dass es einfach diesen Effekt kreiert. Außerdem sind ja auch ganz viele Werke ja auch etwas kleiner und die sind dann auch hier an solchen kleinen Durchgängen oder irgendwie sowas präsentiert. Und das ist alles schon beabsichtigt und auch das Licht spielt da eine ganz große Rolle, weil jedes Werk ist ja individuell, jedes Werk hat eine eigene Geschichte und jedes Werk sollte auch mit dem Licht so präsentiert werden, wie es auch präsentiert werden soll von dem Künstler aus. Die Schulart ist nicht nur eine Möglichkeit für die Schüler, ihre Arbeiten einem breiten Publikum zu präsentieren, sondern auch eine Einladung an die Gemeinschaft, die künstlerischen Fähigkeiten und die kreative Entwicklung der Jugendlichen zu unterstützen und zu würdigen. Die Beweggründe, warum junge Menschen für ihren Lebens- und Entwicklungsweg die Kunst ins Auge gefasst haben, sind vielfältiger Natur. Ich gehe in Fachrichtung Kunst, weil mich das schon länger interessiert. Ich hatte normal Kunstunterricht wie alle und dann habe ich mir gedacht, das möchte ich noch ein bisschen ausweiten. Ich bin nicht der große Künstler und habe dann gedacht, ich nehme die Option und probiere es mit ein bisschen Anspruch, dass ich da ein bisschen, sag ich mal, in ein höheres Niveau komme, aber trotzdem noch so, dass ich was lernen kann, weil mich das einfach schon seit Jahren interessiert. Ja, also ich interessiere mich eigentlich schon immer für Kunst, also schon als kleines Mädchen. Und auch meine Eltern haben mich da sehr in, naja, nicht in die Richtung geschoben, aber auch meine Eltern sind beide auch, dass sie viel malen und zeichnen. Und so kam es schon immer dazu, dass ich im großen Kontakt mit Kunst stand. Und immer mehr habe ich gemalt und gezeichnet. Und es gibt mir auch vor allem so neben der Schule einen sehr großen Ausgleich. Also es ist ein großer Gegenpol, weil in Kunst kann man nichts falsch oder richtig machen. Es ist einfach, es ist ein Gefühl und wenn man auf die Leinwand malt dann oder auf ein Bild malt, dann ist das einfach, ja, es ist auch ein Gefühl von Freiheit, würde ich sagen. Und ja, deswegen macht mir das auch sehr viel Spaß und vor allem auch im Schulischen, also man hat einfach diesen Ausgleich. Das ist irgendwie total wichtig neben dem ganzen Lernen und Lernen in den anderen Fächern und da einfach tun, Kopf ausschalten und einfach malen. Meine Gefühle oder ja. Also Gymnasium Coswig, weil tatsächlich ist das bei mir in der Familie sowas wie eine Tradition gewesen. Mein Bruder ging auf die Schule, meine Schwester und deswegen bin ich da auch hingegangen. Und Kunst, es war halt wirklich, ich bin seit klein auf mit Kunst aufgewachsen. Meine Eltern, die sind auch noch Kunstfanatiker und schauen sich immer ganz viel Kunst an. Und ich wurde dadurch natürlich sehr beeinflusst und auch habe mich sehr inspirieren lassen. Ich habe auch sehr früh auch angefangen, selber was zu machen. Also das früheste Werk, was zum Beispiel ich jetzt noch wirklich weiß, ist mit 2, da habe ich was aus Pappmaché gemacht, so eine kleine Figur. Und seitdem wirklich habe ich sehr viele Werke gemacht,
selber kreiert, selber hergestellt. Und deswegen war für mich eigentlich Kunst überhaupt nur die einzige Auswahl, die in Frage käme. Also am Crossfitter Gymnasium bin ich auf jeden Fall wegen der Kunst und wegen dieser Musik- und Kunstrichtung, weil mich beides einfach sehr interessiert. Ich liebe Kunst, ich finde Kunst ist total schön, sich selbst auszudrücken, um auch irgendwie ja, einfach so ein bisschen dem Alltag zu entfliehen. Und ich finde es total schön, dass in der Schule einfach Kunst ein bisschen mehr Bedeutung hat, weil es einfach was Individuelles ist und es ist okay, dort nicht perfekt zu sein oder weil es eigentlich, wie gesagt, einfach kein Perfekt gibt. Also primär war das sogar Musik, weil das Coswiger Gymnasium macht ja auch sehr viel Musik. Ich habe am Anfang Gitarre gespielt da, jetzt bin ich mittlerweile in die Band von der Schule und singe da. Das ist auch, macht auch Spaß. Und dann ging es natürlich, ja, was für einen Leistungskurs wählt man jetzt? Bei mir war es jetzt sogar noch nicht klar von Anfang an, dass ich Kunst mache. Weil ich dachte mir immer so, ich male schon seit dem Kindergarten sehr gerne, aber ich dachte so, Kunstleistungskurs, bin ich da vielleicht noch ein bisschen zu wenig ausdrucksstark und so, aber gerade hier meine Freunde haben mich da auch sehr von mit überzeugt und war die beste Entscheidung, glaube ich, weil es ist einfach kein Vergleich zu so einem Bio-Leistungskurs, wo man so Zellteile auswendig lernt. Man taucht so in sein Bild ab, man malt, man kann sich kreativ ausleben, das ist super. Seit 30 Jahren bietet das Coswiger Gymnasium begabten und interessierten Schülern mit dem Leistungskurs Kunst die Möglichkeit, ihre Gedanken und Gefühle, ihre Sicht der Welt mit bildnerischen Mitteln auszudrücken und in die Abiturprüfung einzubringen. Diese geben immer etwas ganz Persönliches von ihrem Schöpferpreis, spiegeln aber auch Lebenserfahrungen, Sehnsüchte, Ängste, Wünsche und Träume wider. Zu sehen ist die Kunstausstellung Schulart noch bis zum 1. Juni 2024 zu den bekannten Öffnungszeiten des Bürgerbüros im Coswiger Rathaus.